Die Jury war nicht so laut. Das lag daran, weil ihr euch so konzentriert habt, damit euch kein Schritt entgeht, Dirk, oder? Ja, sicherlich. Ich muss sagen, du bist ja bestimmt eine der besten Tänzerinnen oder besten Kandidatinnen hier. Und du bist ja auch ein Bühnenprofi. Und deswegen erwarte ich auch ein bisschen mehr. Der langsame Walzer war voller Leidenschaft. Die Samba war unglaublich charakteristisch. Den Tango, letztes Mal, den fand ich schon so ein bisschen weniger, hatte weniger Dynamik. Mhm. Und heute fand ich sehr, wie soll ich sagen, es war sehr gut, aber sehr abgeklärt, sehr siegessicher, sehr cool, sehr. Mir fehlt ein bisschen das Feuer, dass du jetzt hier gewinnen willst. Sonst kann der Schuss ganz schnell nach hinten losgehen. Technisch muss es besser werden. Ich vermisse etwas die schöne Beinsilhouette, gestreckte Beine. Manchmal waren Fersenschritte dabei. Es war sicherlich sehr gut, aber es hat mir vorher besser gefallen. Es war sehr gut, aber es kann der Schuss schnell nach hinten losgehen, wenn nicht mehr Energie kommt, dass das jetzt noch weiter nach oben geht. Danke. Okay, ja? Nicole? Ja, du hast auf jeden Fall das größte Potenzial hier von allen Kandidaten. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Und deshalb haben wir alle auch wir erwarten mehr von dir, wie du schon gesagt hast. Für mich haben deine Beine auch nicht so ganz funktioniert für den Cha-Cha. Und zwar, das war alles hochgetanzt anstatt runter. Und deshalb hast du keine Compression gehabt und nicht so viele Hüftbewegungen. Ich muss sagen, das war eine schwierige Choreografie, sehr viele Schritte. Ich hätte lieber mehr Qualität gesehen. Also ich würde euch vorschlagen, arbeitet an der Qualität, mehr als an zu kompliziert zu werden, weil du hast Qualität, wenn du Zeit dafür hast. Und es wäre jammerschade, wenn du nicht dann noch Besseres zeigen könntest. Also weiter so, nicht aufgeben, immer Vollgas und zeig, was du hast, weil du hast es, ist eh klar. Danke. Danke. Anna, Thomas, vielen Dank euch auch. Anna Milber und Thomas haben. Abend gibt es Punkte von Carina. Trotz Müdigkeit, tolle Leistung. 8. Dirk. Da ist viel mehr drin, deswegen heute nur eine 7. Nicole. 7. Und Balasch. Ein Favorit darf sich nie zurücklehnen. 7. 29 Punkte. 29 Punkte, das ist Jammern auf hohem Niveau, oder?